Allen, dass ihr heute gekommen seid. Es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen gegen solchen Terror, den wir vor 2 Tagen erlebt haben. Aber wir sind auch hier zusammengekommen, um den 5 Verletzten alles Gute zu wünschen, von ganzem Herzen schnellstmögliche und vor allen Dingen vollständige Genesung. Das ist unser Anliegen. Es ist auch unser Anliegen, von hier aus eine deutliche Ansage nach Berlin an diese verantwortlichen Politiker zu schicken. Wir wollen diese Massenmigration nicht mehr. Wir wollen sichere Grenzen, wir wollen einen sicheren Schutz und wir wollen Schutz vor solchen Terrorattacken. Bis vor kurzem war Deutschland eines der sichersten Länder der Welt. Jetzt hören und lesen wir jeden Tag von Messerangriffen, von Vergewaltigungen, 3 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Da fallen mehrere Männer über ein 14-jähriges Mädchen her. Wie soll dieses Kind jemals solche Taten vergessen? Sie ist geschädigt für ihr ganzes Leben. Und dann stehen da drüben Leute und beschimpfen uns. Ich bin fassungslos. Die haben überhaupt noch nicht verstanden, was in diesem Land abgeht. Verantwortlich für das alles ist vor allen Dingen die CDU unter Frau Merkel, denn sie hat gegen geltendes Recht diese ganzen illegalen Leute hier reingelassen. Das dürfen wir nie vergessen. Wer heute glaubt, bei der CDU irgendwie die Lösung zu finden für die zukünftige Politik von Deutschland, der irrt sich. Und das bitte sagt allen weiter. Viele von euch kennen die Aussage von Frau Göring-Eckert. Sie ist stellvertretende Bundestagspräsidentin. Sie sagte, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf. Ob sie sich heute auch noch darüber freut? Und sie sagte weiter, unser Land wird jünger, bunter und religiöser werden. Sie hat also schon zumindest geahnt, was kommt, und unterstützt trotzdem diese Politik immer weiter. Deshalb gehört sie mit auf die Anklagebank. Sie gehört zu denen, die das alles zu verantworten haben. Und vergessen wir dabei nicht die EU. Wir haben jetzt ja gleich die EU-Wahlen. Ihr kennt sicherlich alle dieses Resettlement-Programm der EU. Ersatzmigrationsprogramm. Wir Deutschen sollen zur Minderheit werden, das ist der Plan. Unsere jungen, gut ausgebildeten Menschen verlassen Deutschland und dafür bekommen wir schlecht ausgebildete Flüchtlinge, die dann im Sozialsystem landen, die dann unsere Renten finanzieren sollen. Letztendlich, das haben wir neulich erst gehört, von Hamburg und auch von Berlin, ist der Traum dieser neuen Bürger, ein Kalifat in Deutschland zu errichten. Doch wir werden das niemals zulassen. Besonders betroffen sind ja die Frauen von dieser ganzen Entwicklung. Und ich habe die Folgen dieser Politik schon lange vor Augen gesehen und war deshalb auch eine der Mitbegründerinnen des Frauenbündnisses Kandel ist überall, das sich gegründet hat, schon Anfang 2018 nach dem Mord an Mia Valentin. Und wir haben auf die Folgen der Massenmigration hingewiesen. Wir haben die Politiker zum Handeln aufgefordert, um Schutz und Sicherheit für uns Frauen zu garantieren. Bis heute hat sich nichts getan, im Gegenteil. Jeden Tag kommen neue Migranten. Und die meisten von denen, das wissen wir alle, sind junge Männer, meistens mit muslimischem Hintergrund. Und für die sind wir Frauen sowieso nur freiwillig, das weiß jeder. Es ist bekannt, jeden Tag
3 Gruppenvergewaltigungen. Mobbing und Demütigung unserer Kinder, der deutschen Kinder in den Schulen, das ist Alltag in Deutschland. Die Anfrage, eine der letzten Anfragen an die Bundesregierung, zeigt auf, dass seit 2017 53.773 Menschen Opfer von sexuellem Missbrauch, Übergriffen, Nötigung und Vergewaltigung von mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer sind. Der allergrößte Teil der Opfer sind Frauen mit 52.636 registrierten Fällen. Selbst wenn dann diese Verbrecher tatsächlich ausfindig gemacht werden, wir erleben eine Kuscheljustiz für Vergewaltiger und Mörder. Viele kommen einfach wieder auf freien Fuß. Das ist nicht nur eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Familien. Es ist auch verbunden mit einer lebenslangen Traumatisierung für die Opfer. Doch wie ich schon sagte, wir werden diese Entwicklung nicht hinnehmen. Deutschland wird christlich bleiben. Und nach Hause gehen. Deutschland ist nicht euer Zuhause. Wir Frauen von Kandel haben damals ein Manifest erstellt mit 10 Forderungen. Ich bin der Meinung, es ist aktueller denn je und würde sie gerne vorlesen. Und ich habe eine Mitstreiterin heute getroffen, zufällig, die am Manifest mitgearbeitet hat. Maria, bitte komm zu mir. Wir werden die 10 Forderungen im Wechsel vortragen und ich bin sicher, dass ihr sie alle unterschreiben könnt. Ich fange mal an. Die erste Forderung: die unverzügliche und wirksame Sicherung der deutschen Staatsgrenze und den sofortigen Stopp jedweder Zuwanderung nach Deutschland. Schluss mit Multikulti! Nummer 2. Die schnellstmögliche Beendigung des Aufenthalts illegaler Migranten und deren Rückführung in ihre Heimatländer oder in Heimat- und kulturverwandte Schutzzonen. Das Asylgrundrecht stellt kein Recht auf Einreise dar. Daher Abschiebung jetzt. Die sofortige Ausweisung von Ausländern bei strafbaren Handlungen nach dem deutschen Gesetz, selbst bei geringfügigen Delikten. Null Toleranz! Nummer 4. Die sofortige Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Erst eine Assimilation an Deutschland rechtfertigt eine Einbürgerung. Wir fordern grundsätzlich das Abstammungsprinzip für die deutsche Staatsbürgerschaft. Der deutsche Pass ist keine Ramschware. Die Bewahrung der kulturellen Identität des deutschen Volkes, die Landnahme durch den Bau von Moscheen, eine islamische Rechtsprechung und die Vollverschleierung sind zu verbieten. Islamische Religionsausübung wird nur toleriert, soweit sie sich säkularistisch jeder Politik enthält. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Nummer 6. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die bestmögliche Ausrüstung, unsere Verteidigungsfähigkeit als souveräner Staat wiederherzustellen. Die Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der Völker sind strikt zu beachten. Und den Demonstrierenden dort, die alle Deutsche sind und komischerweise sind keine Ausländer darunter, denen sage ich: Deutschland zuerst! Ja.
die Rücknahme, Punkt 7, die Rücknahme des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Schluss mit der willkürlichen Zensur durch Gesinnungsbehörden. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist mit dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht vereinbar. Schulen, Kindergärten, Kirchen und Betriebe müssen politisch neutrale Orte sein. Ohne freie Rede kein freies Volk. Nummer 8. Eine breite Information über die unüberwindlichen kulturellen Unterschiede zwischen Europäern und nicht-westlichen Migranten zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Die Ausgrenzung von Eltern, die sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgen, ist demokratiefeindlich. Kulturelle Unterschiede nicht verschweigen. Punkt Nummer 9. Eine neutrale, unabhängige und unentgeltliche Berichterstattung durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Die Manipulation durch die vierte Gewalt, die Medien, muss beendet werden. Schluss mit der Propaganda! Zehntens. Die Übernahme von persönlicher Verantwortung durch Politiker aller Ebenen gemäß ihrem Amtseid. Sie haben ihrer Pflicht nachzukommen, Sicherheit und Schutz für die Bürger zu gewährleisten und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Verletzen Sie diese Pflicht, ist das ein Verstoß gegen Ihren Eid. Sie müssen zurücktreten und Schadenersatz leisten. Daher weg mit verantwortungslosen Politikern aller Parteien. Zusammen verfasst. Es hat mehr denn je Gültigkeit, wie ich vorhin schon sagte. Und wenn nur ein Teil dieser Punkte damals angegangen wäre, dann hätten wir vorgestern diese Opfer nicht gehabt. Davon bin ich überzeugt. Und eines muss uns allen klar sein. Die Massenmigration wird zur Schicksalsfrage des deutschen Volkes. Und liebe Freunde, wir alle haben es in der Hand. Wir brauchen nicht so mutig zu sein wie der Herr Stötzenberger. Es genügt schon, wenn Sie zu den Wahlen das richtige Kreuz an der richtigen Stelle machen. Denn es gibt eine Partei, die sich dagegen stellt. Und das sind wir, die Alternative für Deutschland. Ist es jetzt wichtig zur EU-Wahl, denn die Massenmigration wird vor allem auch von der EU vorgegeben. Am 9. Juni haben Sie die Möglichkeit, die verantwortlichen Politiker abzuwählen und abzustrafen. Und bitte tut es. Bitte tut es. Für alle, die in Frieden in Deutschland leben wollen, aber ganz besonders für uns Frauen, tut es. Für die Ehefrauen, tut es für die Enkeltöchter, für die Töchter und auch für eure Schwestern. Darum bitte ich euch. Vielen Dank.